Servus miteinander, hier ist der Nico und hier ist eine neue Folge von euren häufig gestellten Fragen und meinen Antworten und Anregungen dazu. Die heutige Folge dreht sich nicht um Lederhosen, aber ich habe heute noch was vor, deshalb habe ich mich schon mal in Schale geschmissen und schiebe jetzt dieses Video so ein bisschen dazwischen, weil sonst zeitlich schwierig. Die Wiesen, Wiesensaison. Ganz kurze Zusammenfassung von diesem Video. Erst ganz kurz geht es darum, ob ich generell ein sportlicher Mensch bin oder nicht. Nein, bin ich eigentlich nicht. Dann geht es darum, ob ich trainiere, nach Trainingsplan trainiere oder sonst irgendwas. Nein, mache ich nicht. Aber ich gestalte so manche Tour so ein bisschen so, als wäre sie Training. Und ich pendele mit dem Fahrrad in die Arbeit und habe somit eine gewisse Grundlast an Aktivität. Allerdings nicht besonders viel. Und dann wäre eigentlich noch der dritte Punkt gekommen. Der dritte Punkt wäre die Ernährung gewesen. Aber ich habe gemerkt, dass das ein bisschen zu komplex ist, das muss in ein neues Video rein. Also eigentlich sind es nur noch die zwei Themen und ich hoffe, dass ihr euch da was mitnehmen könnt für euren eigenen Trainingsalltag oder auch Nicht-Alltag. Viel Spaß beim Video. Dieses Video soll darüber gehen, wie ich denn trainiere, wie ich mich so ein bisschen ernähre und ja, die Frage wird mir natürlich sehr häufig gestellt, wie kann man denn 300 Kilometer am Stück fahren, direkt nach der Winterpause und wie funktioniert das alles so? Wie kann es sein, dass du 1000 Kilometer durch den Oman radelst, ohne irgendwelche Aktivitäten hochzuladen auf Strava und Co., wo du trainierst? Halte ich das geheim, was ich trainiere, was auch immer? Viele Fragen und jetzt dann endlich mal meine Antworten. Bisher immer nur einzeln beantwortet und das ist halt, das liest natürlich nicht jeder. Also, meine Antwort. Bitte aber beachtet, das soll jetzt hier kein Trainingsalmanach werden, irgendwie, wo ihr euch darauf berufen könnt oder wo ihr es nachmachen solltet, wie ich das so mache, sondern es ist einfach nur so, wie ich es mache. Und so wie ich es mache, finde ich, läuft es bei mir ganz gut. Und wieso sollte ich jetzt dann da groß was dran ändern? Euch möchte ich einfach nur sagen, wie ich es mache, dann könnt ihr euch selber entscheiden, wie ihr das in Zukunft so tun könnt oder solltet oder vielleicht gar nicht tun solltet. Jo, vielleicht ganz kurz zu meiner Vita. Ich habe nie Sport gemacht. Ich bin zwar immer gerne mit dem Radl irgendwie umeinander gefetzt an die Isar Trails in München und so, semi-professionell mit den ersten Mountainbikes, die man so hatte. Aber sonst habe ich nie wirklich Sport gemacht. Also wirklich nie. Genau. Ich habe 2013 bis 2015 durfte ich nochmal studieren für 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren, bekanntlicherweise hat man als Student ja etwas mehr Zeit, habe ich mir irgendwie gedacht, ja, jetzt komm, geh doch mal joggen. Und das habe ich dann auch gemacht, so 3 Kilometer, 6 Kilometer. Und ich war völlig am Ende nach diesen 3, 6 Kilometern, weil, und das ist vielleicht nicht so irrelevant, ich habe 2008 angefangen, so richtig zu rauchen, bis 2014. Habe ich intensiv geraucht, das heißt schon eine Schachtel am Tag. Ihr könnt euch also vorstellen, halt bis 2013, bis im Winter meine ich, 2013, ihr könnt euch also vorstellen, nach 6 Kilometern war ich einfach dermaßen im Arsch und mir hat alles wehgetan und es war einfach widerwärtig. Aber ich bin dran geblieben und habe dann einfach von jetzt auf gleich aufgehört mit Rauchen, einfach, keine Ahnung, so halt. Und ich meine, dass das mir natürlich einen ganz schönen Schub gegeben hat. Ich habe nämlich dann einfach angefangen, weil ich einfach gerne in der Natur unterwegs bin und mich auch gerne bewege und so weiter und so fort. Wieso soll ich also nicht alle 2 Tage joggen gehen? Habe ich gemacht. Und so habe ich es dann irgendwann auch mal geschafft, dass ich nach der Mittagspause 2 Schnitzel gegessen habe und mir dachte, fuck, jetzt ist das Wetter so geil im Winter bei Minusgraden, aber Sonnenschein, alles voller Schnee. Ich habe mir gedacht, jetzt komm, jetzt lauf los. Und dann bin ich einfach 30 Kilometer gejoggt, einfach zum Ammersee hin. Und das war irgendwie so geil und es hat mir alles wehgetan danach, also ich musste dann nach Hause gehen, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwie Blut geleckt habe. Und dann habe ich auch angefangen zu trainieren, und zwar strukturiert zu trainieren. Sowohl bin ich ins Fitnessstudio gegangen, als auch habe ich
von einem Mitstudierenden, der Triathlon macht, die Sprint-Varianten, aber auch die bisschen größeren. Der hat mir einen Trainingsplan geschrieben und den fand ich richtig geil. Der war nämlich schön strukturiert und was ich bisher natürlich nicht so beachtet habe, diese Trainingspausen. Also dass man durchaus auch immer mal wieder eine Pause einlegt und zwar manchmal sogar eine ganze Woche, was ja katastrophal war. Aber okay, ich habe mich vorbereitet auf einen Sprint-Triathlon in München und 3 Monate circa und war da wirklich intensiv dabei, nur dass ich zu diesem Trainingsplan dazu noch ungefähr fast jeden zweiten Tag auch noch beim Pumpen ein bisschen war. Man hat nie was gesehen, aber ich denke mal, es hat mich natürlich schon ein bisschen geformt. Inhalt des Trainingsplans natürlich ganz viel so Intervalltrainings, um schneller zu werden und so weiter und so fort. Und somit habe ich es dann irgendwann auch geschafft, so 15 Kilometer war gar kein Problem zu laufen. Ein Halbmarathon auch nicht, aber dann habe ich es dann irgendwann auch mal geschafft, dass ich bei Kilometer 11, 12 und 13 von 15 oder 16 Kilometern, dass ich da deutlich unter 4 Minuten pro Kilometer gelaufen bin. Und das war dann natürlich schon geil. Also muss schon sagen, das war eine richtig coole Zeit, was den Sport anging. Ja, Studium war zu Ende. Ich habe wieder ganz normal gearbeitet und habe noch ein Jahr ungefähr, bin ich noch ja, immer mal wieder ein bisschen pumpen gegangen und immer mal wieder sehr gerne laufen gegangen, aber auch eher so, wie ihr es ein bisschen von mir kennt, eher so ab und an mal einen Halbmarathon gelaufen und ansonsten nichts gemacht. Ja, und da seht ihr schon, es geht runter mit meiner Trainingskurve und das hat sich dann auch so fortgeführt. Ich habe dann aufgehört zu trainieren. Habe nichts mehr gemacht dahingehend, sondern bin eigentlich habe nur noch das gemacht, was mir Spaß macht. Und das war bestimmt kein Training. Mit einer Ausnahme vorletzten Winter habe ich mir gedacht, jetzt komm, ich muss so einen Marathon-Trainingsplan mal machen. Und den habe ich dann auch einen Monat lang gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie wieder aufgehört. Aus Gründen. Jo, das heißt, ich trainiere nicht. Gar nicht. Null. Also 0,0. Und ich mache auch jetzt halt auf Fahrrad bezogen auch keine kürzeren Touren, dass ich sage, ich rase mal zum Starnberger See von München aus, sind das 25 Kilometer gerade Strecke, easy peasy, perfekt zum Trainieren. Mache ich auch nicht. Für mich ist das Fahrradfahren so ein bisschen Urlaub und ich sehe mich auch nicht als Athlet oder als Sportler in dem Sinne, wenn ich meine Touren da mache, sondern ich sehe mich eigentlich als Reisender. Eigentlich wie als würde ich auf einem Tourenrad sitzen, nur halt in der Variante schneller. Und das bedeutet, ich mache auch nur diese Reise. Und ihr könnt es in meinem Strava sehen, also es ist jegliche Trainingseinheit, die ich jemals gemacht habe, jede Radtour, die ich jemals gemacht habe, ist da hochgeladen, bis auf meine Pendelei. Aber da komme ich gleich dazu. Ist da hochgeladen. Ihr seht also wirklich, dass ich nichts trainiere. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie kann das jetzt sein, dass man dann trotzdem 300 Kilometer am Stück nach Monaten der Pause 300 Kilometer am Stück irgendwo runterradelt. Jo, Pendelei. Wie viel pendle ich so und wie pendle ich? Also ich versuche wirklich das ganze Jahr über mit dem Fahrrad zu pendeln. Bis vor 2 Jahren hatte ich allerdings nur einen Pendelweg von 3 Kilometern, also einfach, also quasi nichts. Und seit 2 oder fast 3 Jahren habe ich einen Pendelweg von 8,6 Kilometern. Das ist schon mal mehr und auf diesem Pendelweg versuche ich, und das habe ich auch schon bei den 3 Kilometern gemacht, da hatte ich ein paar so Strecken, wo ich wirklich Vollgas geben konnte. Ich bin da immer mit meinem Rennrad unterwegs oder mit meinen Fahrrädern, also jetzt nicht mit irgendeinem langsamen Stadtrad, sondern wirklich mit einem gescheiten Radl. Ich versuche da schon immer so ein bisschen, ja, wie so ein Intervalltraining zu machen. Also sprich, ich nutze jede rote Ampel aus, um stehen zu bleiben, auch wenn es halt nervt, wenn man gerade Vollgas gegeben hat, dann muss man stehen bleiben, aber ich nutze natürlich jede rote Ampel aus, bleib stehen, habe dann eine kurze Erholungsphase und rase wieder los. Dabei will ich jetzt nicht so berserkerartig durch die Stadt fahren, also das mache ich nur auf Strecken, wo das auch geht. Und ich meine, da ich jedes Mal ziemlich kaputt bin nach den 3 Kilometern, aber auch jetzt natürlich nach den 8,6 Kilometern, dass das auch wirklich was bringt. Man haut den Kreislauf einfach hoch, man gibt einen gewissen Trainingsreiz und da machen schon 3 Kilometer am Tag was aus, ja, oder 2x3 Kilometer dann halt. Mit dieser Strategie bin ich eigentlich ziemlich gut gefahren, finde ich. Ich denke mal, diese
die Mechanismen, die bei einem Training einsetzen, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt darüber rede, vor allem, weil ich natürlich im Endeffekt ja nur so ein bisschen autodidaktisch ein bisschen was mir angelernt habe. Aber ich kenne mich schon ein bisschen aus, was diese Mechanismen angeht. Und ich glaube, zusammenfassend kann man da schon sagen, ohne Trainingsreiz wächst, also schrumpft der Muskel, weil der Körper halt einfach ökonomisch arbeitet. Und wieso sollte er einen großen Muskel haben oder einen leistungsfähigen Muskel haben, wenn auch ein viel chilligerer Muskel ausreicht? Das sieht man auch an meinen Armen. Wieso sollte da ein Bizeps wachsen, wenn ich den Bizeps nie brauche? Genauso ist es natürlich mit vorhandener Muskulatur, die schrumpft dann natürlich, weil wieso sollte sie auch benutzt werden? Das hat wahrscheinlich schon jeder mal mitbekommen, der irgendwie mal einen gebrochenen Haxen hatte. So ein Bein will natürlich keiner haben, aber jo. Ich denke mal, durch diese Trainingsreize, die ich in Anführungsstrichen bei meiner Pendelei einbringe in meinen Alltag, habe ich zumindest es immer irgendwie geschafft, so in gewisser Art und Weise meine Muskulatur ein bisschen zu erhalten. Jo, ein echter Trainingswissenschaftler oder Wissenschaftler in dem Bereich, der würde sagen, das kann trotzdem nicht sein. Und da gebe ich ihm wahrscheinlich auch recht. Ich bin mir sicher, dass trotzdem immer was abgebaut wird, weil man so viel gar nicht trainieren kann auf seinem 3-Kilometer-Pendelweg. Aber okay, so mache ich es und so hat es bisher ganz gut funktioniert. Jetzt könnte es halt sein, dass es halt funktioniert bei mir, weil ich halt ein krasser Typ bin. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein Typ wie jeder andere auch. Ich habe jetzt keine besonderen Talente oder Befähigung. Anscheinend schon ein bisschen so dieses Händchen für so Ausdauergeschichten. Weil auch beim Laufen machen mir die halt auch Spaß. Und da kann ich mich vielleicht auch einfach besser motivieren dazu. Und mit dem Wort Motivation kommt eigentlich vielleicht schon die Lösung von dem Ganzen ins Spiel. Ich meine, dass bei unseren Langstreckentouren nicht die athletische Höchstleistung im Vordergrund steht, sondern es steht im Vordergrund, dass du Bock hast. Dein Kopf, ich glaube, wenn ich jetzt 5 Kilometer Hürdenlauf mache, klar, da gehört auch Bock dazu, oder 400 Meter laufen, sagen wir mal 400 Meter laufen. Wenn ich jetzt einen 400 Meter Lauf mache, dann natürlich gehört da der Kopf auch dazu, aber da gehören verdammt nochmal Muskeln dazu und richtige Kraft und diese Schnellkraft und alles Mögliche, was man dazu braucht. Deshalb schauen die auch alle aus wie Viecher, die das machen. Mandal oder Ballball. Diese Ausdauergeschichten, die wir so machen oder die ich ausschließlich so mache, meine ich, haben nicht ganz so viel mit dieser Form von Athletik zu tun. Im Ausdauerbereich wissen wir ja, brauchen wir grundsätzlich andere Muskeln. Das sind so diese Ausdauermuskelfasern. Der typische Marathonläufer schaut so aus und nicht so. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das, wie ich denke, dass das bei mir funktionieren kann mit diesen langen Touren, trotz kein Training, weil eben man gar nicht so diese sportliche Höchstleistung braucht, die man beim Sprinten braucht. Ich meine also, dass bei solchen Langstreckengeschichten der entscheidende Faktor oder der limitierende Faktor nicht unbedingt der Körper ist. Zumindest wenn man das in so dem Freizeitbereich macht, so wie wir. Also dass wir halt einfach Bock haben, irgendwo hinzuradeln und irgendwo ankommen wollen, möglichst lange Strecken, aber jetzt nicht auf Leistung hier hardcore den Gipfel noch pacen und dann irgendwie auf Zeit, sondern eben so freizeittechnisch. Dann ist der limitierende Faktor, meine ich, nicht der Körper von uns oder von mir, sondern das hier, also nicht hier, sondern da, der Kopf und womöglich auch die Ernährung natürlich. Mhm. Zur Ernährung komme ich später, weil ganz viele Sachen spielen sich halt einfach im Kopf ab. Wenn man motiviert ist, wenn man Bock hat, wenn man ein Ziel hat, dann hat man einfach und Selbstvertrauen natürlich, dass man auch was schaffen kann. Dann laufen viele Dinge wie am Schnürchen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, sollte die Quintessenz von der ganzen Geschichte hier sein. Macht euch nicht so viel Gedanken über Training und Co. Das habe ich auch schon in der Folge besprochen. Die Keine Angst vor der Langstrecke-Folge, Folge 2 müsste das gewesen sein, habe ich das besprochen. Ihr müsst euch nicht so viel Gedanken über Training und Co. machen, sondern einfach aufs Radl setzen und eine gewisse Härte zu sich selber kann mit Sicherheit nicht schaden, aber jo, einfach tun. Wenn ich jetzt meine Touren radel, dann ist es natürlich nicht so, dass ich nur super gechillt mit 80 Herzschlägen irgendwie und einem super niedrigen Puls dahin radel,
Aber wenn ihr euch mal meinen durchschnittlichen Puls anschaut, ich will natürlich mal hier so ein paar so Statistiken rein, beziehungsweise ihr könnt auch in den ganz vielen Videos von mir, sind zum Schluss, habe ich so Diagramme eingeblendet von meiner Garmin-Uhr, die mir so ein bisschen sagen, wie so mein durchschnittlicher Puls war. Da könnt ihr sehen, dass mein durchschnittlicher Puls nicht allzu hoch ist und die Spitzen auch nicht so wahnsinnig in die Höhe gehen. Und je länger die Tour wird, desto flacher werden die Amplituden. Und was mit Sicherheit eine Folge ist von der Erschöpfung, das ist mit Sicherheit eine Konsequenz der doch natürlich einsetzenden körperlichen Erschöpfung bei so einer langen Tour. Aber es heißt natürlich nicht, dass ich nur mit, keine Ahnung, 90er Puls umeinander fahre. Aber tatsächlich fahre ich manchmal nur mit 90er Puls. Ich versuche auf meinen Touren auf ganz natürliche Art und Weise sowas wie so ein Intervalltraining zu machen. Ja, da muss ich jetzt da noch mal ein bisschen ausholen. Intervalltraining, was soll das bewirken? Also ein Intervall bedeutet ja, du läufst irgendein Tempo, auf einmal gibst du Vollgas oder steigerst dich bis zum Vollgas, bis fast zum Muskelversagen. Und dann gehst du wieder langsam, gibst dir eine gewisse Erholungszeit und läufst das Intervall gleich nochmal. Was soll jetzt das bewirken und wieso versagen die Muskeln eigentlich? Also ganz kurz und ganz einfach, ihr lauft schneller, eure Atmung reicht nicht mehr aus, um die aeroben Stoffwechselprozesse in den Muskeln zu betreiben. Ihr lauft schneller und schneller und schneller. Der Muskel merkt, er muss Gas geben, Flucht oder Angriff. Ja. Er muss Gas geben. Was macht er? Er verdaut sich selber. Das hört sich total krank an, aber ja, unser Muskel verdaut sich selber. Und das Tolle an dieser Selbstverdauung ist, dass das anaerob funktionieren kann. Das heißt, in so einer Phase der Spitzenleistung, die notwendig ist, gibt es nicht nur diesen Fettstoffwechsel und Sonstiges, wofür du Sauerstoff dafür brauchst, der also aerob funktioniert, sondern es gibt auch diesen anaeroben, es kommt noch sowas Anaerobes dazu und es gibt dir nochmal so eine Zusatzenergie. Das heißt, der Muskel verdaut sich, er wird weniger. Und bei diesem Wenigerwerden, bei diesem Verdauungsprozess entsteht etwas, und das ist Milchsäure, das ist Laktat. Und das habt ihr natürlich alle schon mal gehört. Laktat ist dieses teuflische Zeug, was, wenn du mal früher diesen 15-Meter-Lauf in der Schule machen musstest, nach spätestens 40 Metern spürst du dieses Laktat in deinen Muskeln und du meinst, du willst dich eigentlich noch weiter bewegen, aber deine Beine können nicht mehr. Das ist das Laktat. Und mit einem Intervalltraining willst du den Körper trainieren, dass er mehr Laktat im Muskel aushält, bevor der Muskel zumacht. Und gleichzeitig durch die kurze Phase der Erholung und dann geht es wieder weiter, möchtest du ihm antrainieren, dass er dieses Laktat so schnell wie möglich wieder aus dem Muskel rausbringt. So, das ist das Prinzip von Intervalltraining. Und dieses Prinzip, das habe ich mir gemerkt, und dieses Prinzip versuche ich auch auf meine Fahrten anzuwenden, aber auf ganz natürliche Art und Weise, nicht zwanghaft, sondern eher so in die Richtung, geil, da ist jetzt ein Hügel und über diesen Hügel, da fetze ich jetzt so richtig rüber, habe meine Erholungsphase beim Runterradeln und dann kann ich wieder auf dem Flachland auch recht gut Gas geben. Das habe ich übrigens gelernt beim Tuscany Trail. Ich habe ja nur einmal teilgenommen bisher. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich häufig zu langsam den Berg hochgeradelt bin, also den Hügel hochgeradelt bin und dann irgendwie super viel Zeit verloren habe und auch den ganzen Schwung verloren habe und auch so ein bisschen diesen Flow. Ich würde das jetzt mittlerweile anders machen. Ich würde hochdrücken, zumindest bei einem nicht allzu hohen Hügel, würde ich hochdrücken und versuchen, mir danach beim Runterfahren, nicht beim Stehenbleiben, also auf gar keinen Fall eine Pause machen am Scheitelpunkt, sondern dann gleich wieder runterrollen und dabei sich weiterhin bewegen. Und das erhöht ja so ein bisschen den Abbau von dem Laktat im Muskel. Und das baue ich also ein in all meine Touren. Es kommt irgendwo ein Hügel, ich rase hoch oder versuche hoch zu rasen und spüre dann das Laktat. Aber ich weiß auch, das Laktat baut sich wieder ab. Bis zum nächsten Hügel ist es wieder abgebaut. Und gleichzeitig versuche ich im Flachland schon immer ein bisschen Gas zu geben. Und grundsätzlich, wenn jetzt kein Hügel da ist, durchaus auch mal ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen weniger, um meinem Körper wieder eine Erholung zu bieten, obwohl er sich noch weiterhin bewegt. Genau. Der Grundpuls auf meinen Touren ist also eher immer so ein bisschen im Erholungsbereich, wo der Körper sogar Laktat abbauen würde. Ich glaube, da gibt es auch diese Laktatschwelle.
Unter dem Bereich baut er das Laktat wieder ab, über dem Bereich baut er Laktat auf. Aber ich halte mich da nicht an irgendwelche, dass mir meine Uhr irgendwas sagt, sondern da, wo ich mich wohlfühle, da ist halt einfach der Bereich, wo ich Laktat abbaue. Und mit diesem Wissen über diese Mechanismen, die natürlich nur rudimentär sind, aber mit diesem Wissen kann man ganz gut, finde ich, sich solche Touren irgendwie ja, planen bzw. ausführen. Und ich glaube, dass mein Körper dadurch, dass das immer eher ein bisschen Low-Level ist, meine Touren mit ein paar Spitzen, die ja im Endeffekt wie so ein Training sind, dass der deswegen so Missstände, nämlich dass ich nicht trainiere und mein Körper eigentlich nicht fit ist, dass er die tolerieren kann oder irgendwie überbrücken kann. Ganz kurze Side-Note nur, einen hohen Berg gebe ich überhaupt nicht Gas. Also keine, nicht, dass ihr jetzt meint, ich gebe immer Vollgas, wenn ich einen Berg hochfahre, überhaupt nicht. Wenn ich einen hohen Berg hochfahre, dann verfalle ich in meinen Trott. Das ist mein Energiesparmodus, da bin ich langsam, da kurbel ich im niedrigsten Gang, den ich habe und versuche die ganze Zeit noch niedriger zu schalten, aber schaffe es nicht, weil es halt nur begrenzt ist. Also da verfalle ich in meinen Trott und das ist jetzt auch der Unterschied mit Sicherheit zwischen mir und einem Athleten. Der Athlet, der versucht auch da Vollgas zu geben und immer mal wieder sich kurz ein bisschen zu erholen und wieder Vollgas zu geben. Das mache ich nicht. Genau. Ich meine, dass ich jetzt halt trainingstechnisch schon recht viel gesagt habe. Lass mich kurz überlegen, habe ich alles? Habe ich in mein schlaues Heftchen? Okay, da habe ich ganz andere Sachen reingeschrieben als die ich jetzt gesagt habe, aber irgendwie habe ich da nicht hingeschaut. Also ich habe jetzt halt, eigentlich auch noch ein paar Worte verlieren wollen für die Ernährung, beziehungsweise ich habe sie sogar verloren. Hat jetzt, glaube ich, nochmal 10 Minuten gedauert und irgendwie habe ich gemerkt, ich verhaspel mich ganz schön und habe nicht so eine richtige rote Linie drinnen, weshalb ich jetzt sage, das mit der Ernährung, das blende ich aus, das mache ich in einem neuen Video und muss das nochmal machen, damit ihr da auch wirklich mitkommt, was ich da so meine. Ich hoffe, dass ihr trainingstechnisch jetzt so ein bisschen wisst, was ich so tue und dass ich eigentlich nicht viel tue und dass somit fehlendes Training eigentlich nicht unbedingt eine Ausrede sein muss oder ein Hindernisgrund sein muss, um so eine längere Tour anzupacken. Also ich vertrete hier wie immer die Philosophie, nicht so lange denken, sondern einfach tun. Ja? Und wenn du das erste Mal es geschafft hast, aus dem Nichts raus 100 Kilometer zu fahren oder eben über die Berge zu radeln, kannst du dir vorstellen, was das dir für einen Ego-Boost gibt, was das dir für zukünftige Tourenplanungen, für einen Boost in deinem Kopf gibt, wo du dir denkst, hey, ich habe das einfach so geschafft. Ich habe gar nicht so wirklich trainiert dafür. Oder ich habe sogar ein bisschen trainiert, aber ist ja egal. Und ich habe einfach so geschafft, 300 Kilometer runterzureißen oder über die Berge zu fahren oder irgendeinen Berg zu bezwingen. Ja, wieso sollte ich das nächste Mal nicht schaffen, noch einen Berg zu bezwingen oder nochmal 100 Kilometer draufzusetzen? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich ja sage, dass bei uns oder unseren Aktivitäten nicht so sehr die körperliche Höchstleistung eine Rolle spielt, für die brauchst du Training, sondern ein ganz großer Teil unserer Leistung ist, dass wir uns motivieren können, eine lange Strecke zu fahren, ohne einfach aufzuhören. Und diese Motivation das befördert dann auch noch die körperlichen Leistungen mit Sicherheit und füllt auch so manches Leistungsloch aus, wo man sagt, hey, ich habe das schon mal geschafft, dass ich über den Berg gekommen bin, also schaffe ich es jetzt auch wenn ich mich gerade nicht so besonders prickelnd fühle und ich meine, ich bin schon total müde oder sonst irgendwas. Genug geschwafelt. Dieses Thema Ernährung, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich jetzt hier noch anfügen, aber das ist dann doch zu komplex, um das einfach nur so als Side-Note irgendwie anzufügen. Da möchte ich euch ein neues Video dazu erstellen. Ich hoffe, das kommt dann auch bald. Und außerdem habe ich jetzt ein bisschen einen Zeitdruck. Ich muss jetzt auf die Wiesen. Mich gesund ernähren. Oder auch nicht. Also, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus.